Servus, grüßt euch und herzlich willkommen zu DJ Parkinson TV. Ich möchte euch heute wieder mal ein weiteres Video zum Thema Chronos Zen präsentieren. Hier mal kurz zu Beginn noch mal zwei Verlinkungen zu meinen letzten beiden Videos. Schaut es euch um, ist mit Sicherheit was dabei. Aber zum eigentlichen Thema. Wir stecken ja mittendrin in den 30 Jahre Bungie Content. Es gibt viele neue Dinge und es gibt auch wieder mal viele Veränderungen. Ihr wisst, Bungie kann es nicht lassen. Die Änderung hat wirklich weitreichende Folgen für einige Spieler gehabt, die ihr Gameplay, sage jetzt einmal, ein bisschen fähigkeitenlastiger gestaltet haben, weil Bungie sagt, okay, mit dem muss irgendwann einmal Schluss sein, das Waffenspiel, das Gunplay muss einfach wieder viel, viel mehr in den Vordergrund. Deshalb gab es teilweise wirklich harte Nerfs für Fähigkeiten und für die Supers. Man merkt definitiv im Schmelztiegel, dass einige da wirklich ein riesengroßes Problem damit haben. Die einen, die natürlich ihre Waffen und ihr Gear unter Kontrolle haben bzw. spielen können, denen macht es eher weniger aus. Die haben ja von Haus aus ihr Gameplay irgendwie ein bisschen auf Gunplay mehr vermehrt eingestellt, aber die anderen haben dann wirklich ein Problem. Und deswegen möchte ich natürlich da in die Arme greifen und habe euch ein nettes Stück mitgebracht. Das ist eine legendäre Waffe aus Destiny 1. Die hat natürlich auch ihren Einzug gefeiert im neuen Dungeon, zu finden im Lootpool beim Boss. Es war eine richtig schöne, glänzende Waffe aus Destiny 1. Ihr könnt natürlich sicher euch vorstellen, um welche Waffe es sich handelt. Ich möchte euch nicht länger auf die Folter spannen. Und zwar ist es wieder Beaers Luna. Ein richtig schönes Schmuckstück aus Destiny 1 Zeit. So, schauen wir uns mal an, wie sich das Ding verhält. Also ihr seht schon, der Recoil ist zwar jetzt nicht immens, aber er ist vergleichbar mit der Hawkmoon. Das ist ja das legendäre Stück dazu. Schauen wir uns das Ding mal mit den Einstellungen an von Chronos Zen. Ich habe es euch kurz eingeblendet gehabt. Ihr seht es. Also der Recoil ist definitiv unter Kontrolle. Die Schüsse sind auf dem Punkt. Und mit Rapid Fire habt ihr natürlich da auch wieder einen kleinen Vorteil, ihr müsst nämlich nicht triggern. Also, schauen wir mal, ob wir die einigermaßen richtigen Einstellungen gefunden haben. Schauen wir mal, wie verhält sich das Ding im Schmelztiegel. Ja, also ihr seht es, Präzisionstreffer sind definitiv möglich mit den Einstellungen. Die Schüsse waren wieder mal schön auf Linie. Auch hier ein kleines Beispiel, der Aim Assist, der eingestellte, überträgt sich natürlich auf die anderen Waffen, in dem Fall also auf die Sekundärwaffe. Snipe, ihr habt das gesehen, der Schuss war richtig schön auf dem Kopf. Und da auch wieder richtig schöne Präzisionstreffer. Ja, sagt's mir nichts, das war mir nichts, ne? Richtig schön, zack, wieder sauber auf dem Kopf. Ah, da finden Sie nochmal Popo dran. Okay. Na, der erste ist schon da. Schön. Was natürlich auch zu der guten Kombination passt von Messur und Killclip, ist natürlich auch mit Licht aufgeladen. Was natürlich den Waffenstärke bzw.
den harten Aufschlag noch mal einiges verstärken kann. Also relativ gute Kombi, vielleicht noch dran denken. Und da wieder zack. Also man merkt von den Einstellungen her, die Schüsse kleben schon richtig schön am Gegner ran. Also ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Es würde mich wahnsinnig freuen, wenn es mir einen Daumen nach oben lässt. Oder vielleicht unten schön die Glocke aktivieren. Dann seid ihr immer stets informiert, wenn was passiert. Und habt neue Aufmerksamkeit. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.